Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Soweit wir uns noch nicht gesehen haben bei der Führung durch die Messe, möchte ich Sie nochmal ganz herzlich begrüßen zu diesem Künstlergespräch mit Christian Megert. Er hat sich sehr freundlicherweise bereit erklärt, heute Abend mit uns zu sprechen und einen kurzen Einblick in sein Leben und in sein Werk zu geben. Wer die Kunstmesse Zürich betritt, sieht, dass er gleich die Auftaktarbeit gemacht hat und der Messe einen grandiosen Start beschert. Christian Megert wurde ein paar biografische Daten, vielleicht vorab, für die, die ihn nicht kennen. Christian Megert wurde 1936 in Bern geboren. Er wollte eigentlich Architekt werden, hat dazu die nötige Maurerlehre absolviert und ist dann aber bei der Kunst gelandet. Er ist als junger Mann nach Paris gegangen, nach Stockholm und an viele andere Orte, hat sich umgeschaut, war dann sehr früh einer der wichtigen monochromen Maler. Er hat an einer entscheidenden Ausstellung zur monochromen Malerei teilgenommen, hat dann den Spiegel für sich entdeckt, hat begonnen, zunächst Bilder mit Spiegeln zu machen, ist dann sehr schnell zu Spiegelarbeiten übergegangen. Der Spiegel wurde praktisch sein Sprachmaterial. Er war bei der Documenta dabei, bei vielen wichtigen Arbeiten. Er war einer der ersten, der große begehbare Installationen gemacht hat und stellt heute, als wäre er noch einer der ganz jungen Künstler auf der halben Welt aus mit riesigen Installationen. Für die Edition der NZZ hat er eine eigene Arbeit gemacht. Thema dieser Edition ist, seit sie es gibt, Künstler sehen die Schweiz. Meistens waren das bisher Nicht-Schweizer, die auf die Schweiz geschaut haben. Christian Megert ist sozusagen der erste gebürtige Schweizer, der das macht. Und was hat er gemacht? Er hat die Schweizer Fahne zerschnipselt. Herr Megert, was ist da los? Wieso zerschneiden Sie das nationale Symbol der Schweiz? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bin und dass ihr alle näher. Ja. Und vielen Dank an Marc, dass er mich da interviewt. Was meinen Sie mit zerschneiden die Symbole? Für mich ging es darum, die Schweiz in ihrer Vielseitigkeit darzustellen. So? Ja, okay. Also, das ist schlimm. Also, ich wollte die Schweiz in allen ihren Facetten zeigen, anhand des Schweizer Kreuzes, der Zertrümmerung, respektive Auflösung in einen Raster. Und vorbildlich für mich war, als es hieß Neue Zürcher Zeitung, Zürich. Und Zürich ist für mich Stadt der Zürcher Konkreten. Die haben auch meine Arbeiten mitbestimmt. Am Anfang meiner künstlerischen Tätigkeit. Max Bill war später ein guter Freund. Und das war die Basis dann dieser Rasterauflösung zur Darstellung der Schweiz in ihrer ganzen Vielseitigkeit, Zersplittertheit und so weiter. Wie erleben Sie, sagen Zersplittertheit nach außen, also wenn man zum Beispiel mit Deutschen spricht, dann gilt die Schweiz als extrem geschlossenes, gefestigtes Land. Wie kommt es, dass Sie die Schweiz als zersplittert erleben? Der Spiegel ist ja mein Arbeitsmaterial immer gewesen. Ich versuche immer mit dem Spiegel an meine Ursprünge heranzukommen, an mein Spiegelmanifest von 1961, das immer noch für mich eine Gültigkeit hat. Also, können Sie sagen, worum es da ging, wie es zu dem Manifest gekommen ist? Ich habe immer den anderen Raum gesucht, also basierend auf einer Erlebnis im Jura, wo ich zum Pilzesuchen war, als Junge, als 18, 19.
und dann in eine kleine barocke Kapelle eintrat. Das ist in der Gegend von Le Fouet, Schloss Bellele auf dem Berg. Und dann durch das Eintreten in diese kleine Kapelle ein Erlebnis hatte von der offenen Natur in eine völlig andere Realität, in einen völlig anderen Raum. Und das hat mich immer beschäftigt und ich wollte immer bildnerisch das nachvollziehen können. Ein Bild machen, bei dem man das Gefühl hat, man tritt ein in eine völlig andere Dimension, eine völlig andere Welt. Und das fand ich dann letztlich nach vielen Experimenten mit Malerei, wo mir das nicht gelang, mit dem Spiegel, den ich erst unter die Farbe legte und dann glaubte, ich könnte eine andere Dimension erreichen mit Hilfe des Spiegels. Sie haben aber, Sie sagen es selber, als Maler angefangen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie zuerst gemalt haben? Ja, das ist eigentlich der Impuls, gaben wir die Szene in Bern. Durch die Maurerlehre habe ich fakultativ Kurse gemacht in der Gewerbeschule. Das beinhaltete auch Farbenlehre und geometrisches Zeichnen, aber eben auch Aktzeichnen und so. Und die ganzen jungen Berner Künstler dieser Zeit habe ich da in diesen Schulen kennengelernt. Und die führten mich eigentlich an die Kunst. Also der junge Dieter Roth, der Marcel Wies, aber auch international, also Mavinie zum Beispiel, hat 1954 in der Galerie 33 in Bern ausgestellt. Also ich kam sehr früh erstmal in Kontakt mit diesen Leuten. Sie wurden dann auch Freunde. Und ich fing mich dann an, mit der Kunst auseinanderzusetzen in diesem Sinn und wollte, wie immer in diesem Alter, das man machen sollte, eine Gegenposition einnehmen und kam dann sehr schnell zu einer monochromen Malerei. Gegen den Konstruktivismus des Marcel Wies und Dieter Roth, der ja noch eben richtig linear und farbig und so weiter war. Sie haben erwähnt, Sie waren mit Max Bill befreundet später. Wie hat sich das vertragen, dass Sie gegen den konkret konstruktive Bildverständnis opponieren und zugleich befreundet sind? Das kam durch die Neugier von Max Bill. Der Max Bill hat die Nähe zu den Konkreten in Bern gesucht. Mhm. Und ich gehörte dazu und durch die Einladung dann für die Arbeiten an der Expo 64, die war auch durch Max Bill initiiert. In seiner Kunsthalle auf der Expo 64 hat er von mir eine Skulptur ausgestellt und ich war wahrscheinlich der jüngste Teilnehmer in dieser Kunsthalle für die Schweiz überhaupt. Mhm. 1964, da waren Sie schon weg von der Malerei, da haben Sie schon Spiegelräume gehabt. Sie haben vorhin dieses Manifest angesprochen. In welchem Zusammenhang ist das denn entstanden? Ja, ich habe die letzte Frage. In welchem Zusammenhang ist denn Ihr Manifest entstanden? Sie haben vorhin das Manifest angesprochen gehabt. Das hat ja einen sehr engen Zusammenhang mit den Spiegeln. Ja, das ist natürlich meine erste Spiegelausstellung in Kopenhagen. Ne? Kopenhagen war so ein Experimentierfeld. Die Künstler sind im Sommer nach Kopenhagen. Es war die einzige skandinavische Galerie, eigentlich die überhaupt sowas als Kunst sah. Also der Dieter Roth lebte da, war ein großer Bettler natürlich. Und als Freunde von Dieter Roth kam dann auch die Einladung an mich, eine Ausstellung mit ihm zu machen. Aber das war in der Galerie Köpke. Ja, die Galerie Köpke 1960. Und was haben Sie dort gemacht dann? Ja, da habe ich noch Malerei gezeigt. Aber das war eine wilde Geschichte. Es tauchte dann Robert Filiouf, Tengeli, Nikita Senfall. Alles war plötzlich in Kopenhagen. Und man hat dann praktisch jede Woche die Galerie geräumt und eine andere gemacht. Hat dann die Niki geschossen auf ihre Farbbeutel und der Tengeli hat außerhalb Kopenhagen eine Rakete gebaut und so weiter. Also es war schon eine turbulente Zeit. Man hat sich eigentlich duelliert mit Ideen. Man stellte einem Künstler etwas
Kunst proklamierte, eine eigene Idee als Kunst entgegen. Mhm. Es war alles nicht so tierisch ernst oder war alles sehr improvisiert, aber ich glaube, es war für alle, die da erschienen, war das sehr wichtig. Und was haben Sie gemacht? Ja, am Schluss habe ich dann das Spiegelmanifest geschrieben und in der Galerie nur Spiegel ausgestellt. Und dann sagte der Galerist noch, das kann ich nicht eröffnen, weil man sieht ja nichts. Sag ich, warte jetzt, bis der Raum voll ist. Und das war er natürlich sofort sehr voll. Ne? Und dann habe ich diese kleine Idee mit dem Raum. Jeder bekam einen kleinen Spiegel und sollte nun den unendlichen Raum mit diesem Spiegel auf den Spiegelwände suchen. Mhm. Also eine neue Dimension. Und das habe ich dann in diesem Manifest niedergeschrieben. Mhm. Und wie sollte denn dieser neue Raum aussehen? Was war denn da Ihr Wunsch? Ja, das Unendliche darin, im Unterschied zu dem Gefestigten dessen, was da ist da, mhm, und nicht verschiebbar ist. Dieser unendliche Raum hat eben eine unendliche Tiefe in die Vergangenheit wie in die Zukunft. Ja. Alles andere muss dann doch im Kopf stattfinden. Ja, ja. Mhm. Sie waren damals, glaube ich, noch in Paris oder oft in Paris zumindest. Was war denn das für eine Situation in Paris? In Paris, es ist schwer zu sagen, aber zum Charakter, man hat das gar nicht als Kunst wahrgenommen. Man hat die Kunst gar nicht gesehen. Paris war da einfach fixiert auf seine École de Paris. Zwei kleine Galerien wie die Iris Claire oder die Denis René haben versucht, ein bisschen an den französischen Markt zu kommen. Aber das ist eigentlich nie eine Position gewesen. Im Unterschied zu Frankfurt oder Düsseldorf oder auch London, die experimentiert haben mit neuen Materialien. Und Deutschland hat sich vielleicht da unterschieden dadurch, dass es auch deutsche Sammler gab, die diese Arbeiten auch kauften. Und das hatten wir in Frankreich nicht, in der Schweiz sehr, sehr selten leider. Und ein bisschen in London. Und das war dann auch ein Grund dafür, dass ich irgendwann das Zelt hier abbrach und nach Deutschland ging. Ich hatte da eine Existenzmöglichkeit, gute Galerien und so weiter. Sie haben, bevor Sie nach Düsseldorf gezogen sind, das war erst, ich glaube, 1972 der Fall, haben Sie aber einen sehr engen Anschluss an die damalige Zerro-Gruppe gefunden. Ja, das war mit ein Grund. Das kam dadurch, dass wir in der gleichen Galeristen hatten. Nicht? Die Galeristen wie Hans Meyer hat unser Programm vertreten. Das gab automatisch eine gewisse Nähe, weil wir ja meistens als Gruppe aufgetreten. Wir sind selten als Einzelkünstler aufgetreten. Ne? So große Kinetikausstellungen oder das, so alle möglichen Strukturenausstellungen und so, haben man alle die rangeholt, die eben in diesem Sinn etwas gemacht haben. Und das war im Zentrum an natürlich Mackbiene und später Rücken. Wie war denn Ihr Verhältnis zu denen? Das war gut, das war besser und zwischen mir und ihnen als sie untereinander. Das war sehr gut, bis heute. Sie haben Ihre vielen Künstlerkontakte auch dazu genutzt, um diese Künstler nach Bern in die Schweiz zu bringen. Sie haben sogar eine eigene Galerie mitbegründet. Ja. Können Sie da erzählen, wie das zuging? Ja, mein Problem war, in Bern war ich ja total isoliert, es war ja niemand mehr da. Und dann habe ich gesagt, wenn du nicht etwas für deine Freunde tust, dann tun die auch nichts für mich. Das ist ganz einfach. Also versuchen wir die Einzelnen. Angefangen habe ich ja mit organisierten Ausstellungen in einem Entree eines Theaters. Habe ich aktuelle Kunst gezeigt. Da waren auch schon Castellani, Manzoni, Fontana. Einfach der ganze Freundeskreis, der wir heute die spätere Zero-Gruppe nennen, die erweiterte Zero-Gruppe, habe ich da schon 1959, 60 da ausgestellt. Ja. Und dann später versuchten wir das mit dieser Galerie.
Und das hat ja einigermaßen funktioniert. Ist natürlich Bern so klein und hat nun einen riesigen internationalen Erfolg haben zu können. Aber dadurch, dass dann Harry Seemann mitgezogen ist, in der Kunsthalle mit der Kinetikausstellung und Weiß-Weiß-Ausstellung, hat das doch einen ganz großen Einfluss gehabt. Sie haben mit Seemann zusammen Ausstellungen gemacht in der Kunsthalle? Ja, nicht so. Nur die Weiß-Weiß und die Kinetik, das sollte ursprünglich eine Zero-Ausstellung werden. Nur waren dann schon mit dem Zuzug der Kinetik und den jungen Gruppen aus Italien, waren es dann schon zu viele für die kleine Kunsthalle. Und dann hat ich die Idee gehabt, wir teilen das, wir machen die Kinetik und die Weiß-Weiß separat. Sie haben dann später, mit Seemann waren Sie befreundet. Ja. Sie waren aber nicht immer mit einverstanden, was er gemacht hat. Ja, nur ich war nicht einverstanden, als er sagte, Sol Luit gehört zur Arte Povera. Das war dann schon eigentlich eine Provokation. Die musste ich natürlich widersprechen. Wie war das denn, als diese Attitudes-Ausstellung zustande kam? Welche? Die Attitudes-Ausstellung von Seemann. Haben Sie da haben Sie nicht mitgemacht? Nein, ne? Das war auch nicht eingeladen. Das ist, when attitudes becomes form, das ist ja eine der berühmtesten Ausstellungen von Harry Seemann. Und da gab es ja Streit von allen Seiten. Und er ging weg, ich wollte dann auch weg. Da waren dann familiäre Umstände, alles Mögliche, als ich dann nach Düsseldorf zog. In Düsseldorf sind Sie relativ schnell, ein paar Jahre nachdem Sie hin sind, sind Sie Professor geworden. Und, ja. Und waren das bis 2002. Sie haben die Akademie sogar, ich weiß gar nicht, über 10 Jahre, glaube ich, als Dekan geleitet. Ja. Sie haben einen ganz speziellen Lehrstuhl gehabt. Da ging es um die Vermittlung von Architektur und Kunst. Und das zu einer Zeit, als diese Crossover-Geschichten, die wir heute in der Kunst praktisch als Alltag haben, da hat noch niemand davon gesprochen. Wie sind Sie denn zu dieser neuen Kombination gekommen? Ja, das war eine Berufung. Ich wollte das erst gar nicht machen, weil ich mir darunter auch nicht viel vorstellen konnte. Es hat in diesem Sinn eigentlich auch nie so richtig funktioniert. Ne? Eine Kunstakademie mit einem Postgraduate-Studium für Architektur und ich sollte nun beide da übereinstimmen. Das ging nicht. Es gab schon Architekturstudenten, die kamen mal ein Semester zur Künstlerklasse oder Künstler, die gingen mal ein Semester in die Architekturklasse. Aber so ein richtiges Zusammenkommen war da nicht. Ich versuchte es dann mit ganz fundamentalen Geschichten, also weit zurück zu Vitruvius und die Ausgrabungen in Ägypten. Die Architektur bestimmten Ausgrabungen und alles Mögliche. Ich bin viel unterwegs gewesen mit meinen Studenten und habe selber viel profitiert dadurch. Selber ist für mich dann sehr vieles in meine Arbeit aufgenommen worden. Damals war Düsseldorf von Beuys bestimmt, zumindest was die Außenwahrnehmung betroffen hat. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Beuys? Ich glaube eigentlich, Beuys hat mehr im Ausland Düsseldorf bestimmt. Also in Düsseldorf gab es ja auch noch andere Bewegungen, auch, die sehr erfolgreich waren. Beuys hat hier den größeren Namen als in Düsseldorf, würde ich mal jetzt behaupten. Also für uns war der nicht so wichtig. Beuys war ein guter Freund, weil er auch Nachbar war. Da, wo ich wohnte, war gegenüber, wohnte Beuys, Familie Beuys. Wir haben uns getroffen. Und wenn Beuys kein Publikum hatte, war er auch ein ganz normaler Mensch. Und hier wurde er so quasi wie ein Gott gesehen. Beuys hat ja ganz andere Dinge gemacht als Sie. Das war kein Grund zu Spannungen? Nein, nie. Nein, nie. Es ist so, damals die Tradition der Akademie. Die Akademie hielt im Kollegium absolut zusammen. Da gab es kaum je ein Konflikt oder so. Der Kriegsschauplatz war für uns außerhalb der Akademie. Aber in der Akademie hielt alles zusammen.
Also die Versuche, Beuys aus der Akademie zu drängen, da waren... Das waren nicht die Künstler, die den ausgedrängt hatten. Das war er selber, dadurch, dass er alle Penner der Altstadt Düsseldorf als Studenten eingeschrieben hat. Und es war das Hauspersonal, das sich dann geweigert hat, die 40 Katzen und 6 Boa-Schlangen und jene Anzahl Affen und so zu füttern und zu putzen in der Akademie. Weil die wohnten ja dann gleich in der Akademie, also gegen jegliche Hausordnung und so. Und dann hat sich das Amt eingeschaltet über das Personal. Ja. Das war nicht wegen der Kollegen. Haben Sie und Beuys über Ihre Arbeiten gesprochen? Hat man sich über Kunst ausgetauscht? Ja, es am Anfang schon, aber er hat dann alles total verdreht und wie eben Beuys ist und ja, auf alles eine völlig andere Meinung gehabt. Und irgendwann ja auch unsere Kunst total abgelehnt. Ja, okay. Ein anderer bekannter Künstler, der auch mit Spiegeln und Glas arbeitet, ist Gerhard Richter. Wie war denn das Verhältnis zu ihm? Es war sehr Freundschaft. Er war mein Stellvertreter als Dekan. Und wir haben viel zusammen gearbeitet. Und damals hat er ja nicht mit Spiegel gearbeitet. Er hat ja vor allem gemalt und fotografiert. Aber Spiegel kamen später. Würden Sie sagen, seine Spiegelarbeiten haben mit Ihren etwas zu tun? Das glaube ich nicht, nein. Das glaube ich nicht. Er hat ja auch Flaggen gemalt. Sie haben ja die Schweizer Flagge genommen als geometrische Struktur, die Sie zerlegt haben. Er hat ja für den Bundestag diese Flagge gemacht. Gibt es da eine Nähe? Ja, aber er kann ja immer noch das auch machen. Er macht ja alles. Er malt Berger, mal konstruktivistisch, er malt Colorfield. Er malt Landschaften, er malt das Meer, er macht Kinetik, er macht ja alles. Ja, also er kann auch noch sein, dass er auch noch kommt mit zerbrochenen Spiegel oder geschnittenen Spiegel. Also mich würde es nicht wundern. Höre ich da eine leichte Skepsis gegenüber dieser Haltung heraus, dass man alles macht? Ja, es hat ein bisschen mit der Kunstsituation zur Zeit zu tun. Ne? Man macht jetzt einfach alles. Wir sind da ganz anders aufgewachsen. Wir wollten ja immer etwas entwickeln. Wir fingen ja mit etwas an und so, ich arbeite immer noch so. Das ist vielleicht alt-fashion. Ich habe eine Idee und dann entwickle ich diese Idee, bis ich meine, ich komme da nicht mehr weiter. Aber im Allgemeinen auch, sehe ich auch in den Ausstellungen der Studenten in Düsseldorf zur Zeit, da macht jeder alles. Einen Tag macht der Konstruktivismus, am nächsten Tag malt er mit der Kanone und dann fängt er wieder mit dem Messer an. Und so. Also das ist einfach alles legitim und man signiert alles. Und das ist, was soll ich dagegen tun? Wir haben das anders gesehen. Ne? Das ist eine andere Realität. Sie haben ja auch für eine Öffnung der Kunst gekämpft. Sie haben gesagt, als junger Künstler muss ich eine Gegenposition machen. Sie haben den Spiegel als neues Material eingeführt für sich. Was war denn an dieser Öffnung, für die Sie gekämpft haben, anders als die Öffnung, die die Künstler heute versuchen? Ja, wir fanden natürlich einfach unsere Väter, da hatten wir genug. Wir wollten ja etwas Neues. Europa lag in Trümmern und meine, da gab es ja den Streit der Moderne gegen das Etablierte. Allein der Streit in der Architektur um das Flachdach. Das ist ja für uns heute, wenn wir darüber nachdenken, lächerlich. Ne? Oder um die abstrakte Kunst oder gegenständliche Kunst. Darf man überhaupt abstrakt machen? Da kann man schon Amerikaner wie Pollock schon mit dem totalen Informell an. Ne? Das haben die dann überhaupt nicht gesehen. Die haben das als Kunst gar nicht gesehen. Weil es war ja nicht mal mehr gegenständlich und nicht mehr richtig ungegenständlich. Jetzt war es ja gar nichts mehr. Auch die strengen Konkreten dieser Zeit, wie Dieter Roth und Marcel Wies, die haben in der Galerie 33 Ausstellungen gemacht.
die Galerie wurde gar nie geschlossen, die war Tag und Nacht geöffnet und da war niemand, der auf diese Arbeiten aufgepasst hat. Aber es ging auch niemand hinein, weil niemand glaubte, dass das, was da hängt, Kunst ist. Und so wurde auch nie was gestohlen. War das für junge Künstler eine leichtere Situation als heute? War das damals eine leichtere Situation für junge Künstler als heute? Also es war insofern auch eine andere Situation. Wir hatten andere Vorbilder. Also wir denken an Existenzialismus, wir denken an auch im Film Nouvelle Vague, alles. Wir wollten einfach anders. Und man sprach viel von konsequent sein. Das ist heute anders. Ne? Man wollte durchhalten, ob man gerade zu essen hat oder nicht. Also man ist auf einem Stadion von sehr arm. Man hat trotzdem wollte durch mit seiner Arbeit. Man wollte mit seiner Arbeit eine Art Gleichberechtigung schaffen zu denen, die eine andere Arbeit machen. Also auch zum eben Arbeit. Das sind natürlich auch so sozialistische Ideen, die uns mitbestimmt haben. Und alles Mögliche, es war anders. Ne? Wir waren stolz auf unsere Konsequenz. Haben Sie das Gefühl, die Künstler sind heute weniger konsequent in dem, was sie tun? Ja, ich meine, wenn ich jetzt an Richter denke, dann weiß ich nicht, was der entwickelt. Ich weiß nicht, was der entwickeln soll. Ne? Die Vielseitigkeit, dass man die Medien nach der Aufgabe wählt, die man bewältigen will, das ist keine Haltung, die Sie sehen. Sie haben ja auch Studenten gehabt. Sie haben ja mit ausgebildet. Was haben Sie den Studenten mitgegeben? Die Studenten, die ich hatte, die heute in der Kunst oder irgendwo erfolgreich sind, die haben auch sehr, sehr konsequent gearbeitet. Also für die bin ich schon auch mit meinen Ansprachen und so schon auch ein wichtiger Mann. Ne? So. Meine, die jetzt Erfolgreichen, die sind jetzt da so 45, 50, also in dem Alter, als ich damals auf die Akademie berufen wurde. Und das könnte man die jetzt auch. Die wären jetzt auch da so weit, dass sie etwas vermitteln können. Und das macht mich richtig stolz. Ich habe wirklich einige Ex-Studenten, die großartige Kunst machen. Können Sie welche nennen? Ralf Bröck, Ambach, ein Schweizer Steudler, der ist sogar hier auf der Messe mit etwas vertreten. Ja. Die Japanerinnen und so. Also, es sind natürlich keine 100. Ja. Aber es sind am Anteil gesehen der gesamten aktuellen Künstlerschaft sind ein paar. Jetzt haben die Zerro-Bewegung hat ja eine Renaissance erlebt. Ja. Worauf führen Sie das denn zurück, dass jetzt auch junge Künstler wieder an Zerro interessiert sind? Ja, weil sie selber irgendwie wieder an einem Punkt Zerro sind, weil alle können alles machen. Da sagt sich doch ein junger Künstler, und was soll ich da? Das kann doch nicht die Kunst im Ganzen sein, wo alles nebeneinander steht. Also es ist wieder so ein Zero-Punkt, man kann das ablesen in den Malklassen der Akademie. Plötzlich malen sie alle wieder informell und monochrom und fangen schon wieder an mit Collagen, mit Gegenständen und in den Raum zu arbeiten. Das ist wieder so wie Ende der 50er Jahre, eben so ein Moment Zero in der Kunst, wo Kunst plötzlich nicht mehr etwas Provokatives, etwas Neues, etwas anderes ist. Die gibt es natürlich, die anderen, weil wir sind einfach zeitlich verschoben. Wenn ich die Programme im ZKM in Karlsruhe sehe, die drehen ja die Kunstgeschichte in eine ganz andere Richtung. Wenn sie eine Glühbirne, die ermöglicht hat, dass wir kommunizieren können über alle Grenzen, durch die Luft, Fernsehen und so weiter haben, ist ja auch ein gemachtes Ding, das hat ja jemand gemacht und das jetzt an die Stelle stellst am Anfang der neuen Kunst, die ja dann die Medienkunst wäre und alles das beinhaltet wäre, dann ist das natürlich das wertvollere Kunstwerk aus dem Jahr 1940
aus einer Skulptur von Hans Arp. Die wurde teuer bezahlt. Die Glühbirne hat niemand bezahlt. Ja. Aber ja. Da fängt eben wieder etwas an, was wir jetzt vielleicht heute als Kunst gar nicht erkennen. Aber das schon die Basis ist zu der Kunst, die wir teuer bezahlen in 10, 20 Jahren. Wegen teuer bezahlen, Cerro ist ja auch sehr teuer geworden. Ja, was hat das gemacht, dass dieser Erfolg am Markt? Ja, es ist ein Bedürfnis, eben, das ist ja mehr eine Manifestation gewesen, die Cerro-Aktionen. Mhm. Und das ist irgendwie Zeitgeschichte, dass da auch in der Folge des Weiterarbeits der damaligen Cerro-Künstler weiter Kunst entstand, die heute die hohen Preise zieht. Das ist einfach, weil man entdeckt hat, dass die einmal ganz wichtig waren in dieser ganzen Entwicklung, am Anfang dieser ganzen Entwicklung. Sie selber arbeiten unentwegt weiter. Ich habe es am Anfang erwähnt, Sie haben große Installationen in Ausstellungen in der halben Welt. Was hält Sie denn so wach und fit, dass Sie weiterarbeiten können? Es ist viel die Freude daran, dass man das gefragt ist, ja. Dass es ein applaudierendes Publikum gibt. Und ich will mich auch hier bedanken. Ich finde es toll, so viele Zuhörer zu haben. Und das ist der Erfolg. Und ich meine, da bin ich empfindlich. Wo sehen Sie denn eine Chance, dass Kunst sich hin entwickeln kann? Dass uns was? Sich hin entwickeln kann. Wohin wird die Kunst gehen? Ich weiß es nicht, aber ich würde schon sagen, dass Herr Weibel recht hat in Karlsruhe, wenn er eben da ansetzt, wo die nach der kinetischen Kunst, ja auch dann Vorläufer ist, zu der Medienkunst über das Video, über die experimentellen Filme, die Übertragung bis Laser, bis alles, was da eingeschlossen ist, wird wahrscheinlich die Kunstwelt schon verändern. Und hat sie vielleicht schon verändert. Daneben hat natürlich ein gemaltes Bild im Schlafzimmer auch, wird auch immer geben. Aber wenn man von Kunst redet, würde ich sagen, das läuft schon in die Richtung der neuen Medien. Heute ist ja Partizipation ein wichtiger Begriff geworden in der Kunst. Es gibt viele Performances. Sehen Sie sich da als Vorläufer mit Ihren Spiegelräumen? Nein, ich finde, das gehört dazu. Das ist noch gar nicht ausgereizt alles. Mhm. Ich meine, in der Performance kam ja vieles auch zusammen. Ne? Ja. Und das kann ja noch mehr kommen durch eben Übertragungsmöglichkeiten. Ne? Man macht vielleicht nicht mehr den Porphyrs irgendwo an einem Platz. Der wird in die ganze Welt, was ja möglich ist, übertragen. Und kriegt dann auch eine ganz andere Dimension in der Auswirkung. Also das Globale über die Elektronik, das glaube ich schon, ist die Zukunft. Reagieren Sie selber noch darauf? Bitte? Reagieren Sie mit Ihren Arbeiten noch darauf? Ich kann das schlecht, weil da fällt mir einfach auch das Handwerkliche. Mhm. Dazu fällt mir das Handwerkliche. Diese Konzeption habe ich nicht entwickelt. Mhm. Und ich freue mich aber, wenn es Leute gibt, die tolle Sachen damit machen. Ich denke, die Freude ist ein guter Schlusspunkt für uns. Ja. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte, gern geschehen. Und bin gespannt auf die weiteren Arbeiten, die Sie machen. Danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.